Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, willkommen bei The Forest. Wobei, ich bin jetzt Captain Heinrich und Captain Heinrich hat Durst. Ah, verdorbenes Essen noch ablegen. Aber wir müssen ja auf Jagd gehen, ich habe ja... Doch, hier haben wir noch was zu essen. Aber es ist meine Notration für die hohe See. Holen wir uns davon was in die Birne. So, es war hier ein super Punkt zum Bauen. Hier laufen mindestens zwei Patrouillen von Kannibalen lang. Und da ist jetzt auch einer wieder. So, dann springen wir jetzt von hier mal auf unser neues Schiff. Ja, Paloma. So. Dann brauchen wir für unser Schiffchen... eine Bank, damit ich mich ausruhen kann. Hä? Oh ja, hier ist eigentlich ganz toll. So, warum kann ich hier nicht bauen? Ah, Stuhl geht aber. Nee, geht auch nicht. Schlafunterkunft brauchen wir auch, weil ich will unterwegs speichern. Geht auch nicht. Ach, Kannibalen kommen schon wieder. Jetzt nicht. Immer am Bauen hier, verdammte Axt. Ja, das geht wieder, ja. Das geht. Hofft ja weiter, ihr Kannibalchen. Machen wir hier drin. Nee, das ist eigentlich auch doof. Ich will doch schlafen unterwegs. Nee, Ruhe da. Bin ja am Bauen. Was zu essen brauchen wir? Aber eine Bank zum Ausruhen, falls uns das Ruder erschöpft, braucht man doch. Nee. Und Lagerfeuer. Setzen wir mal dahin. Hm. Wie ist das mit dem Rudern? Gegen das Boot fahren. Warte mal. Ich kann nicht nach links abbiegen. Oh nee, ne? Darum sind zwei Ruder. Da ruder ich doch jahrelang. Ich kann nicht gerade ausrudern. What? Och Mann, Forest, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt habe ich hier gebaut, umsonst. Toll, was kann ich jetzt benutzen hier als Plattform fürs Wasser oder was? Das ist doch Rotz. Ich wollte mir noch extra kein schwimmendes Haus bauen. Ich wollte so eine Kombination. Ein Boot mit Schlafunterkunft für unterwegs. Baue mir doch kein Haus auf Wasser, damit ich immer hin und her tingel. Ich will doch hier die Insel erkunden. Oder die Inseln. Ach, das ist doch scheiße, ist das. Sorry, meine Ausdrucksweise. Wegen meiner Ausdrucksweise. Ich finde es echt jetzt kacke. Weil ich habe jetzt hier die... Wir haben die letzte Aufnahme habe ich hier gebaut und... Ach, jetzt sind da Kannibalen. Na, solange der Kanal ist mit Feuerkram. Es ist doch scheiße. Es ist so scheiße, ist das. Brauche ich... Nee, komm. Brauche ich hier gar nicht bauen. Mach das weg. Mir scheißegal. Das Ding ist scheiße. Das ist nicht so, wie es mir... Nee, nicht bauen. Ach, leck mich doch. Ich fand das so eine tolle Idee, da eine Schlafunterkunft. Da kann man hier unterwegs hin und her paddeln. Ach, da ist auch ein Rudel. Ja, die wissen schon, dass ich hier bin. Diese kleinen, miefigen... Ah. Ja, wart ab. Wart ab, wart ab, wart ab. Ihr kleinen Sträuche. Ah, der eine hat nämlich Feuer. Die haben mich auch schon mal gut geärgert. Oh, schnell rüberschwimmen. Ah, ich muss jagen.
So, abends Ruder und weg hier. Nee, andersrum. Andersrum. Tschüss, ihr Pappenheimer. Captain Heinrich ist unterwegs auf hoher See. Captain Heinrich. Yeah. Joa. Ich wollte das da hinten links, rechts mal ansteuern. Dann würde ich eigentlich am liebsten auf Erkundungsfahrt. Das gammelige Fleisch da auf dem Boot geht ja auch nicht weg. Das mit dem großen Boot, das ärgert mich richtig. Hier kann ich nichts bauen zum Pennen. Das ist scheiße. Naja, stürzt das Spiel ab oder sonst irgendwas und dann habe ich 5 Stunden umsonst gespielt. Weil hier hinten sind wir zu Fuß nie so richtig hergekommen. Oder würde man schon schaffen, aber... Ja, Regen, das ist gut. Da füllt sich unser Trinken auf, weil ich habe nicht mehr viel. Und ich habe Angst. Wir können das ja jetzt mal hier testen. Ich gehe mal hier richtig so ein bisschen an Land ran. Ich habe Angst, dass wenn ich hier mit den Kessel voll mache, dass der ins Meer fällt oder sonst irgendwas. Durch Böden kann er ja fallen. Achso, das ist keine Wasserquelle. Ich brauche Wasser. Einmal Wasser, bitte. Schade. Oben. Jetzt ist es ein bisschen... Ah, hier aber. Komm. Das nehmen wir mal mit. Oder können wir nicht mitnehmen. Ich brauche Wasser. Koffer. Der Koffer ist auch toll, aber ich brauche Wasser. Los, mach voll da. Wo ist der voll? Sah gerade voll aus, war es aber nicht. Also von der Animation wegen der Spiegelung. Naja. Weil meine Trinkflasche ist fast leer. Ach du Jemine. Renn weiter. Oh, Regenbogen. In Kannibalhausen. Regenbogen in Kannibalhausen. So. Nein! Och. Mach Feuer an. Okay, ein Boot kann man ins Wasser schubsen. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Ist das auch Gammelfleisch? Nimm dieses Gammelfleisch und schmeiß es weg. Leg es ab. Danke. Boah, das ist doch nice, ja? Das neue Bötchen, Lagerfeuer. Schön. So, Trinkflasche. Trinken. Kombinieren. Jetzt machen wir mal hin da. Oh nee, nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Jetzt habe ich einen Arm in mein Wasser getan. Kann ich das wieder wegnehmen? Ach, ich brenne. Och. Ich brenne. Warum brenne ich im Wasser? Oh, Captain. So. Captain, mein Captain. Da sehe ich doch was. Ist das ein Varan? Nee, das war mein Fleisch. Ja, ist genau das passiert, was ich hier gesagt habe. Wo ist jetzt mein Bottich? Alter, mit dem Bottich verstehe ich keinen Spaß. Jetzt habe ich 2. Wie habe ich das denn gekriegt? Magie. Alter Topf. Ja, das ist schön, dass er alt ist. Aber wo ist denn mein Topf mit Wasser? Ausrüsten? Oh, ich will doch... Das war verarsche. Also Wasser machen, komm. Haben wir noch ein bisschen Stöcker, ein bisschen Laub. Haben wir nicht. Ich wollte doch nur mal kurz Wasser kochen. Hallo, Heichen. Man kann doch nicht so schwer sein. Einfach mal Wasser abkochen. Was ist denn Leckeres hier? Weiß gar nicht. Nee, ist nicht lecker.
Echt schwer hier. Na gut, dann gucken wir noch mal ganz kurz wegen Köfferlein. Weil mir die Snacks auch so ein bisschen ausgehen. Da war Tesaband. Oh, da komme ich nicht ran. Das war alles hier. Brauchen wir noch ein, zwei Stöckchen. Was ist das denn? Was war das denn? Hä? Was war das? Was bist du denn? Ein Wildschwein! Es gibt Wildschweine, geil. Ich hab's ja geahnt, aber keins gesehen. Tot? Jawoll. Hallo. Wildschwein, neues Tier entdeckt und gleich getötet. Fuck you, Natur. So macht man das als Mensch. Zack. Neues Tier gleich auseinandernehmen. Nee, war alles für die Wissenschaft. Entschuldigung. Alles für die Wissenschaft. So, noch ein bisschen Stöcker. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauchte. Ich glaube nur zwei, aber... Bevor ich hier nochmal herlaufe... Noch ein Wildschwein. Nahkampf! Lauf nicht weg, du Schwein! Ach komm, dann lauf. Ich greif das an. Oh, das sieht, läuft in meine Richtung. Könnte sein, also... Ich lass mal Wildschwein Wildschwein sein. Wir kümmern uns lieber um einen leeren Topf. Den wir hoffentlich mal mit Wasser füllen. Also gerade Wasser irgendwie mal zu produzieren oder zu kochen, ist ja gerade hier ein heikles Unterfangen. Mann, oh Mann, ey, das ist jetzt... Das mit diesem... Mit meinem Schiff, das fuckt mich immer noch ab. Voll schön, Captain Heinrich auf hoher See. Was willst du mehr? Aber nein. Die Entwickler von Forest haben nicht weitergedacht. Ja, du sollst da... Mach doch mal... Stöckerchen. So, Wasser kochen das zweite Mal. Diesmal packe ich keine Arme rein. Kann ich es nicht beschleunigen? Doch, da. So. Das Essen. Nein, wir müssen ja gleich essen, aber eins können wir schon mal aufhängen. Da, 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 da. Oh, wie lange kochst du denn? Das hätte ich auch nochmal vorbereiten können eigentlich. Ja, können wir? Eh? Oh, nochmal schnell was braten. So, Wasser müsste jetzt voll sein. Jawohl. Notration. Du bleibst du hier. Ihr doofen Vögel. Die haben mich geärgert. So. Die haben hinter meinen Rücken gelästert. Ah, da, da. Ist das schon fertig? Yep. Oh, wir waren beschädigt. Also wir hatten Lebensenergie verloren, Bohumme. Hä? Naja, egal. Da, 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 da. Regnen könnte es mal. Unsere Wasservorrat hier auf dem Schiff ist echt knapp. Ich weiß, die 10 Meter hätte ich auch gehen können, aber ich dachte mir, hey, vielleicht für einen schnellen Rückzug einfach mal das Boot in die Nähe. Haben ist gar nicht verkehrt.
Ist das Matsch? Matsch kann ich gebrauchen? Wir haben gar keine Ausrüstung mehr. Die haben mir alles abgekloppt oder was? All diese Schweine. Machen wir wenigstens Matschepampe. Oh, ein Dynamitsymbol. Das heißt, hier gibt es eine Höhle. Denke ich mal. Dann brauchen wir Leichen, ne? Nee, keine Köpfe an sich. Ist ein cooles. Oh, ein Kannibalhaus. Hallo. Keiner zu Hause. Ach, Stöcker. Tücher immer her, gern gesehen. Aber hier in den Häusern ist ja nichts. Was geht da noch weiter? Hm. Wäre ja cool. Oh, ja. Liegende Kisten. Hooray. Wäre ja cool, wenn... Oh, hier liegt eine Dose. Ein Ball. Hier, ich darf Ball spielen. Wäre ja cool, wenn hier Dynamit wäre. Ich kann mir vorstellen, wo Dynamit ist. Nämlich da, wo ich es mich wahrscheinlich übersehen habe. Bestimmt bei der Hauptbasis. Ich glaube, da waren noch ein, zwei Kisten, die habe ich nicht kontrolliert. Warte mal. Kurz mal aufhören zu rudern. Konnten wir nicht? Ne, mit Mai. Wildschwein kombinieren. Wärmeanzug. 4 Wildschweine, 4 Rehe. Und irgendwas könnte ein Eichhörnchen sein. Ich weiß es nicht. Steinbeutel. Speertasche. Hm. Also Wildschweine und Rehe müssen wir jagen. Auf jeden Fall. Ups, andersrum. Das ist doch eine tolle Insel. Einfach mal mit nichts drauf. Ich gehe nur mal kurz hin, um zu erkunden, dass nichts drauf ist. Oder vielleicht ist da auch eine Höhle, irgendwie so ein Zugang, die man aufsprengen kann. Die Grasanimation kam ja echt spät. Obwohl ich hier auf alles very high gestellt habe. Toll. Muss ich doch noch 5 Meter ins Wasser. Geh Stein. So. Hier vorne sind auch so kleine Inselchen. Ich meine, wenn man Langeweile hat, könnte man ja von hier... Oh! Die Schildkröten schwimmen? Kommt mir ja passig. Was? Neues Tier? So. Sorry, aber ich musste dich erforschen. Hui! Wie viel Fleisch gab das jetzt? 2? Das ist so ungerade. Nee, ich töte kein weiteres Tier. Man kann ja immer maximal nur 3 mitnehmen. Das finde ich voll doof. Aber vielleicht kommen mir die Fischis ein bisschen näher. Na komm schon. Traut euch. Dann nicht. Bleibt am Leben. Jo. Aber sonst tote Hose hier. Nichts. Also man könnte hier echt gut bauen, ne? Man hätte seine Ruhe, einigermaßen gerade. Nervig ist nur, hier ist kein Holz. Das heißt, hast du alles irgendwie rüber transportieren. Wahrscheinlich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man so ein Wägelchen kombinieren kann mit diesen kleinen Bötchen. Ah, ihr kleinen Scheißfische. Captain Heinrich will Fisch. Ihr Glück. Ja. So, haben wir die Karte erkundet.
Ja, da, ach, wir sind ziemlich am Rand. Okay. Ja, also das lohnt schon mal gar nicht, ehrlich gesagt. Das lohnt gar nicht hier auf diese kleinen Popelinseln. Man muss doch einen Sinn haben, dass man so ein Bötchen baut. Na gut, man muss nicht über Land laufen und man kommt nicht bei den nervigen Kannibalenpatrouillen. Da hat man ja nicht. Und wir brauchen mehr Wildschweine, nicht da. Oh, warte mal. Könnten wir mal Fleisch aufhängen. Also man kann damit die Patrouillen umschiffen, aber bisher nichts anderes. Was ich nur Angst habe, ich weiß, es gibt ja Haie. Und gab es nicht dieses Spiel Rift oder Raft, wo man eigentlich die ganze Zeit auf dem Wasser ist und ab und zu kommt ein Hai und frisst was vom Boot weg und wenn du im Wasser bist, wirst du vom Hai gejagt. Nicht, dass es hier sowas auch gibt. Ja, hier ist auch kein Bock drauf. Mitten auf dem Wasser von Hai angegriffen zu werden. Ach du Scheiße, was... Spider-Man, aber ein grauer Spider-Man. Was ist denn da gerade runtergefallen? Ich guck trotzdem mal. Diese Behältnisse oder eine Bank ist runtergefallen. Ist nicht immer alles runterfällt, aber hier in diesen Dingern ist einfach nichts. Nichts, was man sich so erfreuen könnte, so wow, toll. Oh, doch ein Seil. Okay, ich nehm's zurück. Ja. Wo ist der Mutant hin? Hey ho, Mutanten Joe. Der war doch gerade hier. Hier ist auch nichts. Okay, ein Seil. Die Seile habe ich immer übersehen. Aber kommt. Wenn ich ein Seil will, kann ich auch in die Höhle gehen. Die eine, die bei uns ist. Da brauche ich jetzt hier nicht irgendwie rumschiffen. So. Hinten haben wir noch zwei Häuserchen, die will ich auch nochmal angucken. Nicht, dass ich jetzt sage, hier ist nichts. Genau dann bei den zwei Häusern, da ganz, ganz hinten ist was. Captain Heinrich segelt in den Sonnenuntergang. Dubidubidu. Captain Heinrich. Aber wo ist denn Spider-Man hin? Also ich nenne ihn einfach Spider-Man. Die sehen komisch aus. Ich weiß nicht, wie ich sie betiteln soll. Was ist das Rote da oben? Ja, wenn ich jetzt hier übernachten könnte, würde ich sagen, okay, Jungs, ich mach mal hier kurz ein Nickerchen. Aber das geht ja nicht. Was ist das denn da? Oh. Stopp, 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 stopp. Wir sind ja weiße Haie. Tote weiße Haie. Warum sind hier tote weiße Haie? Ah, da oben ist er. Du kleiner, dreckiger. Jetzt wollte ich gerade fluchen. Ich verkneif's mir mal. Oh, Geld. Dass ja alles angespült wird. Aber warum werden immer nur Dollar angespült? Ist das auch noch was Tolles? Ja, Medizin. Du kannst keine Medizin mehr tragen. Okay. Wenn ich vielleicht ein großes Schiff gehabt hätte, hätte ich da vielleicht ein Regal dran gebaut. Aber nein. Eine Sprühflasche, okay. Ein hängender Totenkopf. Ich habe die eigentlich noch nie verwendet, ne? Aber haut mich auch nicht vom Hocker, weil so ein Flammenwerfer von einer Dose heißt eins. Nah ran. Und was will der liebe Heinrich? Nicht nah ran. Keinen Fall. Also bei Kannibalen können wir es ja mal testen, aber bei den großen Mutantenviechern auf keinen Fall. Kisten gibt es hier schon mal. Ist das ein Grund, um hierher zu fahren? Ich glaube nicht. So, Kisten kriegen wir wahrscheinlich auch überall woanders.
Ja, Medikamente sind voll, ich weiß. Alkohol ist voll. Ich bin voll. Alles voll. Noch mehr Medikamente. Batterien. Ja. Also hier gibt es immer ein Seil. Und sonst nichts. Okay. Also die hinteren, die sind ja schon mal profitabler als da die vorderen Häuserchen. Kann man gepflegt weglassen. Jetzt hat man was zu essen, zu trinken gefunden. Ah, ich glaube, das kleine rohe Fleisch gönne ich mir mal. Bevor das noch schlecht wird. Es sind ja schließlich Tiere für gestorben. Die wollen wir ja nicht verkommen lassen. Aber aus Sicherheitsgründen gehe ich noch mal ein bisschen weg. So. Nicht, dass unser kleiner Mutantenfreund kommt. Hm. Was sagt denn die Map? Die sind schon oben richtig an der Ecke, wenn ich das so sehe. Die Map ist auch gar nicht groß, kann das sein? Hm. Ah, da unten war ja schon die, das, genau. Südlich ist ja das Hauptlager gewesen. Da gibt es bestimmt Sprengstoff. Das heißt, da müssen wir da hin Sprengstoff holen. Hierhin wieder zurück. Sprengstoff benutzen. Und dann vielleicht eine unentdeckte Höhle auskundschaften. Ja, ich denke, das klingt nach einem Plan. Ich glaube, das mache ich sogar auch. So. Und dann nehmen wir nochmal einen Schluck Wasser. Warum ist das? Lass mal an hier. Schmeiß mal einen Dollar drauf, dann wird's hell. Ja, ich würde sagen, paddeln wir mal hier ein bisschen weiter. Also ich würde gerne da hoch mal gucken, aber irgendwie traue ich mich nicht. Also auf der Karte sah das schon richtig nach eigentlich nach Ende aus. Ich komme mal noch ins kalte Gebiet, ist ja eklig. Versuch mal den äußersten Punkt da zu erreichen. Oh, diese Felswand sieht doch komisch aus. Oh, was ist denn los? Keine Power mehr? Oh, guckst jetzt dir deinen Bengel an. Ach so, weil ich nicht. Ich komme nicht weiter. Nö, doch geht wieder, okay. Hm. Dann braucht er wohl eine Pause. Jetzt geht's wirklich nicht weiter. Zeig mal Karte. Nee, komm. Jetzt mal los. Ah, Puck müsste noch gehen. Aber so auf der Map sind wir doch eigentlich nicht im Wasser. Ich glaube, die Position der Karte stimmt nicht mit unserer Position überein. Aber ich komme nicht weiter. Gut, kann ich nur auf C was legen? Oh ja, das geht. Praktisch. Müsstet ihr ja was sehen. Diese Felsformation sieht so komisch aus. Gucke ich mir nochmal schnell an. Es könnte ja sein, dass das was zum Klettern ist. So. Machen wir mal wieder das Licht an.
War richtig dunkel, die Wand. Ah, jetzt sieht man was. Ja. War es nicht zum Klettern, nicht so wie ich mir gedacht habe. Oh. Da kann man durchgucken. Ja. Ist ja fertig, das Spiel. Naja. Ist schön, wenn man so durch den Berg gucken kann, aber naja. Dafür gibt es andere Sachen, die hier in dem Spiel toll funktionieren. Zum Beispiel, dass man nichts auf dem Boot bauen kann. Das funktioniert super. Naja gut, das haben wir wahrscheinlich extra gemacht, damit keiner so auf die Idee kommt, auf dem Boot was zu bauen. Hauen wir uns nochmal einen Snack rein. Ich habe mich so gefreut. Nur mal kurz gucken hier. Boah, kalt. Eigentlich ist es schön. Es ist wieder scheiße warm draußen. Also wenn ich Urlaub habe oder Wochenende, dann kann es gern warm sein. Dann gehe ich auch mal raus. Aber wenn ich arbeite und abends zocken will, gerade Forest, dann will ich jetzt nicht hier die knallende Sonne auf mein... Oh, ja, das habe ich mir geahnt. Scheiße weg. Die erfrieren. Die brauchen einen Wärmeanzug. Ich versuche gerade mit Mathilde ein Handzeichen zu kommunizieren, weil sie ja nicht die Aufnahme stören will. Ich habe sie nicht verstanden. Ja, du bewegst dich cool. Okay. Ja, du gehst spazieren. Fantastisch. Sie geht in die brütende Wärme und verbrennt draußen. Und ich erfriere. Hier im Spiel zumindest. Warum kommen da Kannibalen? Kann mir das jemand mal sagen? Ihr habt doch mein Paddelbötchen nicht gesehen, oder? Hinten ist doch nichts. Hier ist Spielende. Geht weg. Oh, dass man sich hier die Beine bricht. Ich glaube, das ging hier nicht. Und ab aufs Bötchen und weg. Schnell Feuer anmachen. Ja, komm, mach das an. Da. Mir ist kalt. Ich friere. Was ist los? Geht doch. Oh. Schmeißen mal einen Dollar drauf. Jetzt ist gut. Ja, haben uns das hier auch mal angeguckt. Ist kalt. Da müssen wir vorher noch Rehe und Wildschweine jagen. Dann kann man sich das da oben mal angucken. Dann braucht man Dynamit. Und da denke ich mal, müssen wir zur Hauptbasis hin. Warte mal noch mal ganz kurz auf die Map. Ja, nochmal auf. Nee, die Map brauche ich. Die Map. Ja, ich kann es jetzt hier nicht zeigen, aber ich glaube, unsere Basis ist doch da rechts vom Kreis. Wenn ich so gerade drauf gucke, rechts vom Kreis. Das heißt, ich könnte doch da. Nee, ich kann nur wieder zur alten Siedlung und von den Rest laufen. Bäh. Na gut. Aber ich glaube, das ist die Mission. Genau. Wir holen uns Dynamit. Ich weiß nicht sonst, wo ich es herkriege. Mal was anderes als einen Dollar draufwerfen. Ich komme mal hier weg und dann kann ich mir was kaufen. Ja, schade. Ich wusste, dass es keine Inseln gibt. Oder ich habe es vermutet, aber bisher, die wir gefunden haben, waren auch nicht so toll. Wir sind immer noch links vom eisigen Berg. Okay. Mann, das ärgert mich. Hätte man es da vorher keine Info kriegen können? Sie können hier nichts drauf bauen. Hätte ich mir 50 Holz sparen können. Oder 57. Und ich glaube, über 30 Äste oder sowas hat er das Ding da. Ah, regt mich das noch auf. Eigentlich hätte man auch mal hier ein kaputtes Boot ranballern können oder so. Irgendwie, oder ich habe es vermutet, dass es vielleicht hier auf irgendwie noch irgendwo kaputte Boote sind. Eins gibt's ja irgendwo. Ich weiß auch nicht mal wo. Und ich glaube, ich war da auch mal. Und da gab es eine Tür, da müssen wir einen Code eingeben. Ich weiß nicht, wo wir den Code kriegen sollen. Ich weiß es nicht, aber irgendwas müssen wir da eingeben. Ah, das da vorne wird dann unser Hafen. Ja, und dann werde ich jetzt eigentlich mal zurückfahren
Und dann werden wir nächstes Mal nochmal ins Hauptlager gehen und nochmal Dynamit suchen. Ich bin der Meinung, da war Dynamit. Definitiv. Ja, ich würde jetzt hier erstmal... Ich glaube, wir sind noch nicht da. Ich würde erstmal einen Break machen. Ihr seht eh nur wahrscheinlich nicht so viel. Und ja, ich paddel eben hier die ganze Runde erstmal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr vielleicht Tipps habt zu diesem Scheißboot. Ja. Auch wenn ich da draufbauen kann. Ich kann das nicht alleine steuern. Das ist scheiße. Es ist kein Single-Boot. Das ist ein Partnerboot. Aber Heinrich ist alleine. Er hat ja nur so ein Single-Boot. Ach, regt mich das auf. Das regt mich echt auf. Na, ist egal. Wenn ihr irgendwas habt, Verbesserungsvorschläge, ab in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich mache mir jetzt ein Frustbier auf. Das habe ich mir verdient. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.